Ja, der Grain 2 braucht in diesem Fall mehr Fahrzeuge. Die haben auch in den Zustand sehr schlecht, da muss man aufpassen. Vielleicht sollten die mal auf eine Umfahrung fahren, dass die da nicht durch die Stadt kommen. Wäre vielleicht etwas, was wir jetzt mit unserem Geld machen könnten. Nichtsdestotrotz tue ich die Fahrzeuge schnell ein wenig vervielfältigen. Ich habe noch 3 zusätzliche gekauft. Ich würde sagen, ich nehme noch ein 4, weil es geht. Und dann, eben, wenn ich jetzt hier eine Umfahrung baue, werden die die verwenden? Oder werden sie den Weg durch die Stadt aus der Kürzer anschauen? Ich glaube, sie werden die Umfahrung auch schon brauchen. Und sonst setze ich auch diesen Wegpunkt von mir aus. Komm, das machen wir. So eine Umfahrung ist ja eh nie etwas Schlechtes. So, nehmen wir wieder billige Strasse. So viel Geld haben wir ja dann gleich nicht. Dann setzen wir einfach mal irgendwie hier an. Bauen wir das so, dass die Stadt irgendwann trotzdem an die Strasse anschliessen kann. So. Hier kreuzen wir die Strasse. Und dann gehen wir den Dungen wieder anschliessen. Ganz einfach. Ich achte jetzt hier nicht wirklich so auf das Terrain, weil Geld haben wir ja ehrlich gesagt genug. So viel Terraforming hat es jetzt nicht gebraucht. Dafür haben wir eine schöne, schlanke Umfahrungsstrasse, die hier sogar gerade zu einer Stadtstrasse ist upgraded worden. Cool. Ist eigentlich teurer? Steht auch irgendwie hier. Ja, der Preis steht gar nicht. Okay. Habe ich mich gerade gefragt, ob ich da jetzt quasi einen guten Tag gemacht habe, indem das hier automatisch ist upgraded worden, ohne dass ich etwas dafür haben müssen zahlen. Ist ja gleich. Und man sieht es, sie brauchen es. Die Umfahrung wird gebraucht und dadurch werden die Emissionen aus der Stadt raus verdrängt. Auf diesen Bogen dort. Finde ich gut, weil dann hat die Brinkum nicht so eine starke Belastung. Das war wahrscheinlich vorher etwas mehr gewesen, kann ich mir vorstellen. Jetzt haben wir die Emissionen hier. Die Busse sind aber natürlich gäng noch ungünstig. Ja, das sind halt alles obessant hier. Oder die meisten sind obessant und die sind echt dreckig. Die stinken. Und wir haben viele Passagiere hier. Okay. Das macht jetzt aber mir ein bisschen Sorgen. Wie kann jetzt dem Bedarf irgendwie gerecht werden? Moment, wo wollen die alle her? Poststrasse. Wo ist Poststrasse? Ist die hier im Zentrum? Muss hier Birkenstrasse, Friedhofstrasse, Mülliweg, Industrie, Schillerstrasse. Wo ist Poststrasse? Ah, aha, die wollen alle einfach nur hier her. Ja, ich habe das Gefühl, Brinkum wäre Kandidat für eine Stadtbuslinie. Und das machen wir jetzt auch gerade. Der Brinkum Stadtbus mache ich in einem 8. Also in einem 8-artigen Muster. Lass ihn quasi hier durchfahren, dann hier so rum, dann hier die Hauptstrasse entlang und vielleicht hier durch und so kehren, hier mit sie durch. Das mit sie durch, was war das für eine Aussage? Hier in der Mitte durch und das quasi hier die Strasse bedient ist von einem Bus und hier unten durch einen Regiobus. Und vielleicht dann später irgendwie noch hier hinten oder hier. Ja, vielleicht wäre es gescheiter, das so zu machen. Oder vielleicht geht noch eine weitere Linie. Wie wäre das? Wenn wir gerade 2 Linien machen, das wäre auch ein bisschen zu viel. Ich würde gerne hier das Industriegebiet erschließen mit dem Zentrum und das hier oben, aber auch das hier unten. Ich würde sagen, wir machen es so, wir machen eine neue Linie. Hier vor der Industrie, hier eine ist die Hauptstrasse entlang, bis hierher. Dann haben wir quasi das hier, so in einem U. Und das Gebiet hier unten, das bleibt weiterhin erschlossen, einfach durch einen Regiobus. Oder wir machen halt später einfach noch eine Linie, die hier unten anfängt und hier eine quer durchgeht. Vielleicht hier über und so, aber das später, wenn die Stadt ein bisschen gewachsen ist. Jetzt mache ich erstmal das mit der neuen Linie. Mit der ersten. Wie haben wir jetzt gesehen? Hier oben. Genau, wenn wir hier Stationen setzen. Dann an dieser Strasse hier 2. So. Dann gehen wir hier rüber und hier kommen wir auch noch. Und dann gehen wir hier auch ins Gewerbegebiet, wo das Brot verkauft wird, rauf. Und dann bedienen wir das so in einem U.
Hier könnte man sich überlegen, ob man hier im Bogen rumfahren will. Ja, könnte man machen, aber ich mache es jetzt nicht. Eben einen Bogen, im Kreis meine ich, also dass wir hier quasi um einen Block rumfahren zum Kehren. Ich mache das jetzt aber wirklich eine Point-to-Point-Linie ohne Kehrschleife. Heisst, an dieser Station wird gekehrt und dann geht es zurück. Neue Linie, das wäre dann der BRB1. Gehen wir hier. Eine ist schön durch. Ah, da muss ich nicht klicken. Wir regen mich jedes Mal drüber auf. Hier. Und dann rauf. So und wieder. Retour. Gut. Linie benennen, eben wie gesagt, BRB1. Erste Lokallinie von hier. Wie sieht es aus depottechnisch? Zum Glück haben wir gerade ein Depot, super. Nehmen wir, wie sieht es aus mit den Emissionen? Können wir jetzt erstmal auch drauf schauen. Mal, Obisson hat 75 Emissionen und die Kutsche hier nur 65. Und ja, zum Geld sparen könnte die Postkutsche nehmen. So viele Leute werden die Linie auch vorerst noch gar nicht brauchen. Ich nehme ein paar Postkutschen. 4 Stück, 5 Stück, so. Die kommen auf BRB1. Und dann ist das gut. Also, was ich aber sagen wollte. Wir haben jetzt betrieblich an vielen Stellen etwas etabliert. Darum würde ich sagen, es ist Zeit für das hier. Wir lassen das Datum mal mit halber Geschwindigkeit. Nicht gerade ein Viertel, es wäre noch etwas langsam. Es macht wirklich gerade halbe Geschwindigkeit. Und dann geht es jetzt endlich wieder mal ein bisschen vorwärts. Hier mit dem Datum dort. Dann schalten wir dann irgendwann noch mal ein bisschen spannende neue Sachen frei. Heisst aber nicht, dass wir in der Zwischenzeit untätig werden. Wir können jetzt mal schauen, was wir sonst noch verbessern können. Ich habe ja hier die Brotproduktion ein bisschen aufgestockt. Hat es jetzt gelangt, die neue Anzahl Fahrzeuge, um hier ein bisschen zu verbessern? Nein, wir machen immer noch einen rechten Verlust. Und darum... Also rechten Verlust, indem hier Fahrzeuge natürlich warten und es kommt kein Weizen. Darum tun wir hier natürlich noch mehr Lastwagen auf die Weizenlieferlinie. Braucht also tatsächlich noch mehr. Ich dupliziere das und gebe noch irgendwie... 2, 3, 4. Ich gebe gerade 5, jetzt raste ich vollständig aus. Muss sein. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Und vielleicht haben wir dann auch ein bisschen mehr Brot für Brinkum. Was? Nicht für Brinkum? Hä? Überkommt Brinkum gar kein Brot? Es wird doch hier ausgeliefert. Schöne Brotindustrie. Habe ich da wieder etwas falsch gemacht? Die warten hier alle. Nein, heisst nicht. Kann es sein, dass die Auslieferung hier auch noch gar nicht... Ah, mal, die funktioniert. Okay, jetzt habe ich eigentlich zeige hier schon wieder so einen blöden Fehler gemacht. Aber mal, das Zeug ist... Hä? Nein? Das Zeug ist nicht angeschlossen. Oh Gott. Oh. Mann, wieso muss... Ah, ja, natürlich ist es nicht angeschlossen. Wie kann ich nur so blöd sein? Natürlich, das ist dann viel zu lang hier durch, weil hier keine Strasse mehr ist, weil ich habe ja die Strasse weggelöscht. Ja, das liefern natürlich die Weizengang ins Leere hier. Funktioniert das hier so? Ist das dann, gilt das dann als angeschlossen? Wenn ich das mache. Ja, jetzt ist es weiss geworden da. Das ist jetzt hier verbunden. Wenn ich hier klicke, wird das hier nicht weiss. Aber ich hoffe, das wird jetzt hier besser. Woher hat der die 4? Ah, der hat wahrscheinlich die 4 noch von denen noch hier das Strassenstück noch gesehen. Das heisst, das ist jetzt die ganze Zeit so gestanden und das hat immer nur gekostet und nie Profit gemacht. Recht traurig, dass ich das so lange nicht gemerkt habe. Wie sieht es jetzt aus? Wird jetzt das Zeug auch wirklich ausgeliefert oder muss man da jetzt erst noch warten, bis Brot bestellt wird? Ja, mal schauen, jetzt ist der voll geworden, wahrscheinlich muss ich das jetzt so einfach gerade mal ankurbeln. Und übrigens, hier ist schon rechter Verkehr. Boah. Ja, mal. Das ist jetzt etwas, wo man vielleicht gleich mal die Strasse ausbauen sollte. So viel wie hier los ist. Nicht nur der Busfahrt da durch, sondern auch die Lastwagen. Es wäre wahrscheinlich auch sinnvoll, hier später mal noch eine Bahnstrecke zu bauen. Jetzt lassen wir noch die Fuhrwerke. Aber es wäre natürlich sinnvoll, das irgendwann auszubauen.
Also, dann können wir das jetzt so sein. Das ist das jetzt gut. Kommt hier der nächste auch schon? Ja, der ist jetzt auch schon am gefüllt werden und es geht jetzt auch schon etwas schneller als vorher. Oder? Gut. Wie die da alle nacheinander warten, bis sie ihre Weizen ausliefern können. Cool. Gut. Und vielleicht wollen wir die Produktion sogar noch weiter ausbauen. Weil hier ist der Weizen immer noch sehr vorhanden. Ich bin mir überlegen, ob ich noch, bevor ich weggegangen und irgendwelche andere Sachen inspiziere, noch ein paar Fahrzeuge aufstellen sollte. Und ich glaube, das mache ich auch. Man hat nie genug Fahrzeuge in der Produktion. Noch 3 weitere. Soll jetzt aber erst mal länger. Also, wir lassen es jetzt mal so, wie es ist. Und schauen in der Zwischenzeit, was wir sonst noch alles so machen können. Rosenau. Das Rosenau warten auch ein paar Passagiere. Sind das lokal Verkehrende? Verteilt sich alles ein bisschen, also nichts irgendwie am meisten. Von dem her hier müssen wir nicht viel machen. Rosenau ist, glaube ich, befriedigend im Moment. Kann man dann später noch dazu schauen, wenn wir hier vielleicht eine Bahnstrecke bauen, dass wir dann hier Rosenau auch ein bisschen expandieren wollen. Schofstedt. Der Schofstedt-Lokalbus sieht nach mir aus, als würde der gar nicht so viel gebraucht werden. Und ich habe das Gefühl, ich habe mit dem sogar recht. Jetzt haben wir hier so für die Diagramm. Ja, wird schon 2 Störer gebraucht, aber nicht wirklich so viel. Aber die Linie wird jetzt nicht auflösen. Ich finde, können wir jetzt halt machen. Macht sie Verlust, die Linie? Nein, die Linie macht ja nicht mal Verlust. Also, wir lösen sie so. Ist alles gut. Einigermaßen sind ja Passagiere drin. Aber auch nicht überall, nicht auf jedem Abschnitt. Mafua. Lassen wir so, Schofstedt darf es gerne so bleiben. Ich gehe jetzt offenbar wirklich so die Städte durch. Eins nach dem anderen. Und schauen, wie die so funktionieren. Hier in Heroldsbach im Rockheim Lokalbus. Da fährt hier einfach nur der Regiobus in beiden Richtungen schnell oben durch und dann geht er wieder runter. Und das lenkt wahrscheinlich vorher schon. So richtig viele Passagiere haben wir jetzt hier noch nicht. Aber Heroldsbach sollte man natürlich nie vergessen, weil auch das ist eigentlich ein kleines grösseres Städtchen. Und dann wollen wir dort vielleicht mal einen Lokalbus reinsetzen, sobald wir dort Brot herliefern. Next. Finde ich es gut, dass ich jetzt die Orte ein bisschen durchschaue. Dann habe ich quasi so ein Bild und dann weiss ich dann, wie dass ich vorgehen muss, um ein bisschen auszubauen, überall auf der Welt und wie man das Zeug dann ein bisschen zusammenhängen kann, wenn es ein bisschen neue, grössere, bessere Fahrzeuge gibt. Altenaar ist auch einfach so ein Zwischenort, das ist genauso wie das Rosenau von vorhin, glaube ich, wo wir eigentlich dort unten, dass wir einfach sagen, okay, jetzt tun wir hier warten, bis wir irgendwie Material liefern und vorher behalten wir einfach den Regiobus, weil wirklich so viele Passagiere gibt es ja hier nicht. Also. Dann Hornow. Das ist hier, wo das Tram raufkommt. Von Feichten. Ja, von Feichten kommt jetzt Tram rauf. Wie sieht es aus auf dem Tram? Ja, relativ voll. Nicht mehr so extrem voll. Heisst, das ist auch ein Subjekt von einer Änderung, dass wir dort mal Optimierung vollbringen oder vollführen. Hornow ist aber auch recht gross, habe ich das Gefühl. Haben wir 180 ist die Anfangsgrösse. Und das ist gar nicht so wenig. Hornow sollte man so ein bisschen im Auge behalten. Überkommt das Brot? Nein, das überkommt noch gar kein Brot. Woher könnte Hornow Brot haben? Haben wir hier in der Nähe irgendwie eine Lebensmittelfabrik? Ja, der Dungen halt. Wir könnten machen, dass wir jetzt mal das angehen mit dem Projekt, dass wir hier das Brot auf Feichten mit dem Zug ausliefern. Und den Zug lassen wir dann noch auf Hornau fahren. Dann haben wir hier 2 Städte mit Brot beliefert. Und wir haben noch eine Bahnstrecke, die wir ins Überlandtram ersetzen können. Wäre doch mal etwas. Haben wir ein gemeinsames Trasse, dann machen wir das so. Und weiterziehen auf Dingdo, auf Altenaar via Pass, ist natürlich auch noch ein Thema. Und hier wird sicher eine Bahnstrecke so verlaufen, dass die hier quasi am Kartenrand entlang geht. Und dass hier wird so wie eine
Seitenverbindung. Das heisst, hier müssen wir dann irgendwann einen Bahnhof bauen, der für das gewappnet ist. Heisst wahrscheinlich hier irgendwie ein Bahnhof, wo er das Gleis in einer Kurve runtergeht und links und rechts kommt einfach das Durchfahrtsgleis. Und eins geht dann hier irgendwie über einen Pass oder so. Ja, das wäre auch the way to go. Aber das wird jetzt noch nicht angehen. Eben, ich habe das hier angesprochen, mit dem Brot zu feichten. Wenn wir das machen, oder wollen wir erstmal unsere Ziegenauslieferung ein bisschen verbessern? Was meinst du? Wir haben hier immer noch einen vollen Zug. Wie sieht es mit der Produktion? Können wir noch mehr produzieren? Ja, wir können immer noch mehr Ziegen produzieren. Wir haben immer noch Überfluss dort. Machen wir doch das erstmal, weil der Rock Ace, der macht so richtig heftig Gewinn. Weil der da einfach nichts anderes macht, als auf so einer kurzen Strecke den Fels ausliefern. Ich kaufe hier neue Fahrzeuge, und zwar bin ich jetzt hier auch mal einfach radikal. Und sage, ich mache den hier. Ich weiss gar nicht, wie viel das jetzt gekauft, aber jetzt einfach viel gekauft. Also wir können zählen, es sind 6 Stück. Weißt du was? Noch gerade 2 weitere. Also. 8 neue Lastwagen sind unterwegs für hier. Das wird dann wahrscheinlich ziemlich voll langsam. Da kommt jetzt der wirklich gerade einer nach dem anderen hier rein. Hoffentlich wird es nicht gerade zu voll. Aber dann haben wir dann wenigstens das komplette Potenzial ausgeschöpft. Und ja, mir ist klar, eigentlich wäre es sinnvoll, wenn wir würden sagen, wir ziehen hier die Bahnstrecke bis hier rüber und lassen hier vom Zug das Zeug ausliefern. Machen wir alles später. Ich werde jetzt einfach hier mal schauen, wie lange dass wir das treiben können, bis es ans Limit kommt. Finde ich noch lustig, das auszuprobieren. Hier haben wir schon wieder über 100. Das läuft. Wann kommt der Zug? Das ist der Passagierzug. Der Zug ist erst gleich am Ausliefern. Na, darf ich dich jetzt mal anklicken? Ah, Mann, komm. So. Und wie viel Geld gibt es mit 80? Kann ich noch gar nicht sehen. 1,4 Millionen. Super. Und das ist aber nicht so super. Es überfließt. Wow, schnell. Neue Plattform bauen. Wow. Wie mache ich jetzt das? Ah, hey, Güter. So. Dass wir das Material schnell auffangen können. So, jetzt hat sich das hier verteilt. Machen wir noch eine. Weil, das heisst, wir haben jetzt ziemlich viel Material in der Zwischenzeit verloren. Weil die Lastwagen, die das ausliefern, das gar nicht können aufladen. Ja, jetzt. Klauen. Ja, hat jetzt nicht ganz so viel Ziegen bekommen, das ist wahrscheinlich auch genau wegen dem, wo einfach viel verloren ist gegangen. Soll sich jetzt ändern. Jetzt arbeiten die das hier alle ab. Und vielleicht müssen wir da sogar noch mehr Fuhrwerk kaufen, zum Ausliefern. Passagier hat es gang noch. Fahren die beiden Züge immer noch voll. Ah, das ist jetzt der Güterzug, aber er hier. Ah, der hat nur 37, schau jetzt. Also, der ist da jetzt auch, der geht mal genug lang. Und er ist natürlich immer voll da. Ah nein, schau, der ist jetzt auch nicht ganz voll, aber nur von hier auf Kleinwelsbach kommen so viel. Okay. Gut, müssen wir in dem Fall schauen, wie wir das irgendwann verbessern können. Also hier haben wir immer noch 55 Leute, die runter wollen. Auf Kleinwelsbach, ist das überhaupt das runter? Ist auch mehr als über. Ja, ist ja gleich. Ui, schau mal. Jetzt habe ich mit dem Satz aufgehört weiterreden und ich werde den Satz jetzt gar nicht beenden, weil etwas viel Besseres ist passiert. Schau mal, wir haben ein Dampftram. Jemand hat endlich das Dampftram erfunden. Wollen wir das gerade mal neu einsetzen? Ich hätte irgendwie Lust, jetzt wo wir es schon haben, machen wir lieber, dass wir das möglichst gleich irgendwann einsetzen. Am besten in unserer grössten Stadt. Ist das im Moment Kleinwelsbach, kann das sein? Oder ist es Feichten? 282, 262, okay. Feichten ist im Moment unsere grösste Stadt und das heisst, es wäre sinnvoll, hier die Tramlinien einzuführen. Nur wo? Es wäre natürlich hier am Bahnhof, dann irgendwie hier durch die Stadt und so und hier so zurück. Aber da haben wir im Moment eine Buslinie, also so richtig sinnvoll ist es ja nicht. Weil vor allem, wir haben die ganzen Passagiere ja auch nicht. Wir haben nicht Passagiere, die es bräuchte. Für das. Um den Bedarf irgendwie zu geben für eine Tramlinie. Das Einzige, was man könnte, ist natürlich den Regio Express Tram als Dampftram führen. Nein, irgendwie jetzt erzwungenermassen nicht mehr das Dampftram einsetzen, ist ja irgendwie auch blöd. Lassen wir es jetzt noch sein.
Ich liefere jetzt einfach das Käsebrot mit einem Zuguss. Fertig. So. Ist jetzt beschlossen. Und das machen wir so. Woher wollte ich es liefern? Ich wollte das ja hier runterbringen. Oder? Ich wollte hier unten den Güterbahnhof setzen. Damit wir es dann hier die Industrie liefern können. Das heisst, wir müssen hier die Strecke abzweigen. Ja gut, ehrlich gesagt, also... Eigentlich... ist es erstmal eine sehr kurze Strecke, für dass man das überhaupt mit dem Zug liefern. Und andererseits ist das ein bisschen blöd. Ich müsste quasi wirklich zwei Strecken machen, die sich hier kreuzen. Es macht jetzt absolut keinen Sinn, hier das hier zu migrieren mit der Linie, dann hier wieder abzuzweigen und dann hier den ganzen Weg runterzugehen und hier im Bahnhof. Da brauchst du doch viel lieber einfach hier die Strecke gerade durch. Weißt du, was ich meine? Das Einzige, was man könnte, ist schauen. Mist. Ja, wenn ich so eine Strasse baue, das ist ja ab, irgendwie ab... hallo, können Sie es jetzt mal? So. Ab da, wo es angeschlossen ist, würde es länger mit so einem Bahnübergang, um hier einen Umschlagplatz zu bauen, vom Bahnhof. Für dass ich die Kreuzung vermeiden kann, dass wir hier quasi den Güterbahnhof machen und das drüber liefern. Hm. Ja, nein. Weißt du was, das Projekt, das cancel ich jetzt gerade. Stattdessen schauen wir, dass wir hier die Sachen einfach ein bisschen weiter ausbauen. Dass ich hier halt noch mehr Weizen hier abliefern. Es ist halt ein bisschen zu nahe. Irgendwie habe ich das Gefühl. Oder wenn wir es auch gleich machen, einfach aus Prinzip, einfach so eine kurze Bahnstrecke bauen, um das Zeug hier auszuliefern. Ach komm. Dann haben wir mal keinen Spass. Jetzt, ich habe jetzt viel hin und her gehabt. Wir machen das jetzt einfach. Ich baue jetzt hier so eine ganz kleine, blöde Güterlinie. Wo ich zuerst den Weizen von hier holen und dort ausliefern mit einem Zug. Und der andere Zug liefert das Brot nachher hier halt aus. Egal wie. Von mir aus auch mit einem Tunnel hier unten durch. Wir machen das jetzt so. Wäre vielleicht sinnvoll, wenn wir hier... Ja, hier können wir mit der Schiene nicht mehr durch. Oder? Wäre das irgendwie machbar, wenn wir hier quasi die Brücke nutzen? Oh, es ging! Wir könnten das quasi nutzen, um hier... den Zug hier unten durch... Ja, das ist ein bisschen eng. Wir müssen auch hier den Güterbahnhof bauen. Dann kann der Zug hier unten durch. Und dort her zum Ausliefern. Aber es ist eine machbare Sache. Lohnt sich die Infrastruktur? Ist halt einfach dort die Frage. Ah, ist doch blöd. Wir machen das jetzt, weil wir das in den Kopf gesetzt haben. Wir machen das. Kann ich das hier noch etwas weiter in Richtung Land ziehen? Ja, bedingt. Bis hier kann ich es höchstens ziehen von der Strecke. Hier Dings irgendwie so Wort hier einfügen. Jetzt habe ich wirklich gerade den Faden verloren. Einfach hier. Bis hier kann man es ziehen mit dieser Schiene und dann weiter geht es dann. Da ist eine Kollision. Aber so. Würde ich es jetzt ehrlich gesagt auch nicht bauen, weil es hässlich ist. Schon lieber irgendwie so, dass es hier schön mittig ist. Aber das mache ich nachher. Jetzt kommt hier einfach zuerst hier der Güterbahnhof her. Da müssen wir schauen wegen der Länge oder wegen der Zufahrt, dass das noch angeschlossen ist. Wie weit entfernen dürfen wir uns? So viel geht noch. Ich schaue jetzt einfach schnell wegen der Länge. Hier ist er nicht mehr angeschlossen. Hier ist der Wendepunkt. Heisst, wir dürfen so weit entfernt sein. Das ist gut, weil ich jetzt hier einfach die Strasse runterziehen und dann hier den Güterbahnhof bauen. Aber so wie es ausgeht, reicht das ohne Probleme. Machen wir das hier... Ja, wir machen es irgendwie als Kurve. He? So. Bis hier. Noch ein bisschen weiter. So. Und jetzt sollte es eigentlich noch anschliessen. Da, wenn ich jetzt den Güterbahnhof nehme, ja, das ist kein Problem. Setzen wir das mal hier. Irgendwie so. Oder wenn wir hier... Ja komm, dann machen wir das so. Ein drehen, dass wir dann dort noch unter den Gleis durchkommen. 133, so. Es ist halt eine blöde Ausrichtung, weil wenn ich jetzt den Weizen auch noch mit dem Zug liefern will, gut, ich muss ja sowieso irgendwie um die Stadt herum. Entweder so oder so. Ja,
Ja komm, so blöd ist es jetzt glaube ich gar nicht. Dann mache ich hier wieder den Weizenauslieferer ab hier. So rundum. Dort anschliessen. Vielleicht auch mit so einer Brücke. Und hier... Ja, eben, wie versprochen, hier unten durch. Hier über das Feld. Und dort her. Unser Konto ist schon ein am explodieren, so viel Profit machen wir. Ich finde das gut. Jetzt. Wie machen wir das? Ich bin jetzt insgeheim schon am überlegen, wie ich hier den Weizen auch kann, hier zur Fabrik liefern mit dem Zug. Aber wir machen jetzt wirklich eins nach dem anderen. Jetzt mache ich sehr schnell die Auslieferlinie. Und hier dazu baue ich hier noch den Bahnhof her. Ich könnte ja hier schon mal den Bahnhof setzen, dass die ersten paar Gebäude schon angeschlossen sind. Gut, das ist ja eh nur ein Ziegel. Das Brot ist dort drin. Ich mache hier einfach so kleine Industriegebiete raus und setze an dieser Ecke hier den Güterbahnhof. Ist das die richtige Ausrichtung? Ist das sinnvoll? Ja, ich drehe es noch ein bisschen. Irgendwie so. Ja, ich finde, das ist gut. Dann noch dran, so. Zack. Das ist gut und jetzt brauchen wir hier nur noch eine Strecke dazwischen drin, weil der Zug kann nicht über das Feld fahren. Also, wie schlängeln wir uns jetzt hier durch? So war schon gedacht. Hm? Machen wir es mal bis hier. Dann hier durch. Das geht ja ganz gut. Und dann einfach hier irgendwie in einen schönen, grossen Bogen. Rauf. Vielleicht nicht gerade so einen Bogen, der so viel Terraforming involviert ist. Das ist ja nur ein Güterzug. Können wir gut auch ein bisschen sparsamer sein. Ja gut, hier ist jetzt halt ein bisschen... Ja, das können wir jetzt nicht vermeiden, ohne dass es hässlich wird. Die Strecke wäre zwar wahrscheinlich eh nicht so schön.